So, und mit diesen sanften Klängen würde ich mal sagen, hallo und herzlich willkommen zu einem bereits angekündigten Video. Und zwar handelt es sich hierbei um, vielleicht hat es ein oder andere schon erraten oder auch nicht, um Ultima Online, den ja, MMORPG, also Online-Rollenspiel-Klassiker von 1997. Das hier natürlich in einer wesentlich, wesentlich späteren Version. Und auch die Karte und alles ist etwas ja, modifiziert. Und zwar ist das hier der Free Shard, also der freie Server Alatair. Und Alatair ist im Grunde genommen, oder ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, ich habe es immer so ausgesprochen, vielleicht heißt es auch Alathair oder sowas, oder Alatair, ich weiß es nicht. Wird auf jeden Fall verlinkt. Und hierbei handelt es sich um einen sogenannten Rollenspiel- oder RP-Chart. Und hiermit haben wir es zu tun mit einem deutschen Rollenspiel-Chart, der nunmehr seit, glaube ich, 16, also über 16 Jahren besteht. Und ich bin so schon seit wie viel? 14, 13? Ich glaube 14 Jahren oder 15 sogar schon dabei. Also das Ding ist uralt. Was heißt uralt? Es besteht halt schon ewig. Was man sagen muss, auf technischer Ebene, als ich es jetzt wieder mal installiert habe nach einer ganzen Weile, hat mich fast der Schlag getroffen. Denn für gewöhnlich hätte man ein Fensterchen, das geht vielleicht, soll ich mal sagen, normalerweise etwa von der Tonne bis nach hier oben. In dem Bereich hätte man normalerweise ein Sichtfeld und der Rest wäre schwarz. Das heißt, man hat es immer, gut, früher hat man das quasi auch im Vollbild spielen können, da waren die Monitore auch noch winzig. Heute auf meinem, was habe ich, 24 Zoller, da ja, sieht es ein bisschen anders aus. Und die Sache ist eben, dass die nicht nur die, dass man jetzt nicht nur das Spiel ins Vollbild schalten kann, sondern tatsächlich auch die, ja, das Ganze als Fenster laufen lassen kann. Und es funktioniert. Und man sieht wesentlich, wesentlich mehr. Der Bildschirmausschnitt riesengroß. Einfach ein Traum. Ja, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, was ist denn Ultima Online? Ultima Online ist die, ja, ist die Online-Variante gewesen der Ultima-Reihe von Garriott, Richard Garriott. Kennt bestimmt der ein oder andere. Wenn nicht, unbedingt mal nachholen. Auch Ultima Underworld habe ich selber jetzt vor ein paar Tagen, Wochen mal nachgeholt. Und ja, das sind so die Anfänge des tatsächlichen 3D-Dungeon-Crawlings und macht richtig Spaß, funktioniert immer noch. Hat wunderbare Mechaniken, wie dass man zum Beispiel eine eigene Sprache lernen muss. Jetzt kann man hier die Häuser gucken. Und so weiter. Die alten Ultimas, vielleicht ein bisschen hart, aber ich denke mal so 6 und 7, die kann man sich auf jeden Fall geben. 8 ist wieder was komplett anderes. Pagan, aber auch ein sehr nettes Spiel, aber sehr düster eigentlich hier für ein Ultima. Und wo man normalerweise den Avatar spielt, spielen wir hier Torben Finster. Wir sehen es hier, meinen Jäger. Hier ist das Journal, also das, wie soll man sagen, das Tagebuch. Ja, hier sieht man eben, was gerade passiert ist. Es ist schon Frau vorbeigelaufen, nicht meine, sondern das ist die Bezeichnung für Leute, die man nicht kennt. Weil im Rollenspiel, klar, man sieht nicht und sieht dann hier irgendwie der, weiß ich nicht, der Iroxor, Boxor rennt vorbei, sondern man sieht halt einfach nur Mann oder Frau. Es sei denn, man hat sich schon vorgestellt, dann erkennt man den Namen. Ja, hier haben wir eine kleine Kutsche, der wir jetzt quasi angekommen sind, sozusagen. In der Welt, ich glaube, Garrimor hieß sie. Wie gesagt, ich bin schon sehr lange raus aus dem ganzen, aus der ganzen Lore, aus dem ganzen, ja, Universum sozusagen. Und ja, wie man im Tagebuch jetzt hier zum Beispiel sieht, dein Kopf ist wieder klar, Stärke ist wieder runtergegangen, Geschicklichkeit hat sich erhöht um 4 und die Intelligenz ist auch um +8 wieder gestiegen. Was heißt das? Ich habe mich, bevor ich mich das letzte Mal ausgeloggt habe, weil ich draußen in der Wildnis unterwegs gewesen bin, habe ich mir eine, ja, habe ich mir ein Schnäpschen gegönnt, quasi als zum Feierabend und ja, ein Pfeifchen. Und die Nachwirkungen haben jetzt eben beim Wiedereinloggen nachgelassen. Das ist sehr angenehm. Kennt vielleicht auch der ein oder andere. Ja, und was ich jetzt hier machen werde, ist, ich werde einfach mal kurz hier so ein bisschen zumindest über einen Teil der Karte stolzieren und mich einfach mal ein bisschen umgucken. Das ist quasi das Startgebiet, meine ich. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile so eine Art Tutorial gibt oder so. Wie gesagt, ich war lange nicht mehr hier. Ja, und was ich jetzt hier machen werde, ist einfach nur mal ein bisschen, ja, zeigen, was es denn so alles gibt. Was ist hier? Eine weitere Kutsche, Ersatzkutsche hier für die Pferde. Ja, mit
und Heu und Co. Also das Ganze isometrisch, ja, 2D, wunderbar 2D. Es gibt jetzt dieses Legends of Aria, heißt das, glaube ich, oder so, wie auch immer. Das Ganze in 3D. Muss aber sagen, da fehlt ein bisschen der Charme. Ja, die Musik muss ich nebenher einspielen aus dem Musikordner, weil er die irgendwie nicht eigens abgreift. Das ist der Sphere-Server, Client, wie auch immer. Und ja, deswegen, ah, hier ein paar Zigeuner, die sich hier niedergelassen haben. Oder? Ja, Zigeunerin steht hier. Für alle, die jetzt wieder anfangen und sich in Rage diskutieren möchten. Nein, das sind Zigeuner, ganz offensichtlich. So, hier machen wir zwar den Tanzbär hier unten, auch nicht schlecht. Ah ja, genau, man kann die Leute anklicken. Das sind die sogenannten Paper Dolls, also ja, Papier, Schalmei, aha. Ja, also im Grunde genommen die Darstellung des Charakters. Und ich weiß gar nicht, kann man ranzoomen? Ich glaube nicht. Ja, es gibt mittlerweile auch schon sehr aktuelle Klienten, Clients, mit denen das Ganze dann auch recht schön aufgehübscht wird, mit denen das Ganze auch flüssig läuft und so weiter. Und ja, ich würde sagen, ich schaue jetzt gerade, weil im Winter ist, haben sie logischerweise die Karte angeglichen und auch der Tag-Nacht-Zyklus entspricht mehr oder weniger dem realen, nur natürlich mit einer kleinen, ich sag mal, Verzögerung. Denn man möchte natürlich nicht sich abends einloggen und dann im Dunkeln spielen. Gerade jetzt im Winter wäre das ziemlich schlecht, wenn alle nur bei Nacht spielen müssen. Und wenn man noch ein bisschen was sieht, ja, kann man die, oder haben sie die Uhrzeit einfach ein bisschen angeglichen und man spielt jetzt quasi abends, spielt man nachmittags oder wie auch immer man es sehen möchte. Dafür ist es morgens noch sehr lange sehr dunkel, aber auch dafür gibt es hier Abhilfe. Man kann beispielsweise die. Ja, was kann man machen? Man kann sich Tränke brauen oder machen lassen, kaufen. Das Ganze ist eben, wie gesagt, ein MMORPG, also ein Massively Multiplayer Online. Sprich, viele, viele Menschen spielen das Spiel. Die aktuellen, ich sag mal, man kann sich das Spiel noch kaufen. Das hier ist, wie gesagt, ein freier, nee, kaufen, ja. Es gibt eine Monatsgebühr. Aber es gibt eben, wie gesagt, auch die freien Server. Und das hier ist einer dieser freien Server und die möchte ich auf jeden Fall. Den hier möchte ich mal vorstellen. Das, wie gesagt, kann man sich, wenn man denn Lust hat auf gutes Rollenspiel, das hier ist dafür, finde ich, noch so mit das Beste, was es in der Hinsicht gibt. Vor allem das Spiel macht eben sehr viel her, denn wenn ich hier textisch eingebe unten am Bildschirmrand, dann erscheinen sie über meine Figur. Das ist deswegen wunderbar, weil ich dann die Möglichkeit habe, zu sehen, wer genau was sagt. Man hat keine. Weiß ich nicht, wie es heute ja so üblich ist, diesen globalen Chat, wo irgendwie jeder mit jedem redet oder wo ich eine Region einstellen muss oder sowas. Das finde ich also alles immer sehr unangenehm. Und hier hat man eben einfach die Möglichkeit, aha, Huhn hat ein Ei gelegt. Hier hat man die Möglichkeit, einfach, ja, richtig zu diskutieren. Man weiß auch, wer was sagt, weil es über einem drüber steht. Man kann verschiedene Farben einstellen für seine Texte. Man kann auch natürlich Emotes machen, wie, weiß ich nicht, kratzt sich den zotteligen Bart, wobei blablabla aus den. Ja, so Reste oder Schuppen aus dem Bauern fallen, irgendwie sowas in der Richtung, keine Ahnung, kann man alles hier angeben. Auch wenn man Dinge anklickt, erscheinen hier mal angenehme Texte. Das hier ist wohl eine. Oh, jetzt habe ich gar nicht geschaut, wo ich hier bin. Hier handelt es sich um, oder hierbei handelt es sich um die Stadt oder das Dorf Bayar. Es gibt auch einen, ja, einen Krieg zwischen Licht und Schatten. Im Westen haben wir die Rahala, glaube ich, das sind die Dunklen und die, ach oh Gott, Adoran. Ist, glaube ich, im Osten. Shit, wie hießen die noch? Die Lichten auf jeden Fall. Also Licht gegen Dunkel, Hell gegen Dunkel kämpft hier. Ausstellung Meisterstücke. Ah, ja, okay. Es gibt ja logischerweise auch Handwerk. Ja, vielleicht ganz grundlegend. Was ist das genau? Das ist ja ein Fantasy-Rollenspiel. Das heißt, man kann sowohl einen Kämpfer, Krieger und Magier spielen. Auf diesem Rollenspielchart ist das natürlich alles immer limitiert. Das heißt nicht, wir können nicht, weiß ich nicht, wo jetzt gerade. Voll OP ist, kann ich, weiß nicht, 200 Zauberer durch die Gegend huschen, sondern hier ist es alles ein bisschen eingeschränkt. Dann gibt es eben nur, weiß nicht, fünf oder so und auch nur in ihrer komischen Akademie und die Neuen werden erstmal ausgebildet, bis sie dann richtige Magier werden oder so. Genauso wie für Fernkämpfe, für die Stadtwache und so weiter und so fort. Ja, ich nehme einfach mal den, obwohl, das ist ein. Da wird ja wohl keiner meckern. Es gibt natürlich, ups, jetzt bin ich gerannt. Es gibt natürlich auch Stadtgesetze. Sollte ich vielleicht mal einen Blick drauf werfen? Da hinten waren die, ne?
Ich renne einfach mal hin. Warum ich zu Fuß unterwegs bin und hier Pferde stehen? Ich habe kein Pferd. Das kostet nämlich ein bisschen was, wo man bei alten oder auch bei irgendwelchen Fun-Charts, Free-to-Play-Fun-Charts, ja, die stehen halt meistens rum. Man hat halt dann seine Fertigkeiten, die kann man dann, zum Beispiel Taming, Animal Taming kann man dann einfach wählen. Und dann hab ich die Möglichkeit, die einfach so mitzunehmen. Hier muss man sie sich tatsächlich von Bauern und so weiter kaufen. Nur die haben die Möglichkeit. Ernst, ja, jeder ernste Übergriff. Hier sehen wir die Regeln für Bayer. Tragen von Lederrüstung, jedweder Machart, gestattet ist das Tragen von. Okay, das will ich hier. Rüstungen aus Knochen sowie leichte Rüstung aus Ring und Kettengeflecht. Aha. In anderen Städten ist es ein bisschen, in Berchgard zum Beispiel, ist es ein bisschen restriktierter, limitierter. Da darf ich also nur mit Leder und nicht mal mit Beschlagener rumlaufen. Denn nur Bürger dürfen dort mit Beschlagenem rumlaufen und nur die Wache hat Rüstzeug aus Metall zu tragen, der Rest hat sich unterzuordnen. Gilden und Gemeinschaften können gegen Abgabe von 50 Kronen, also 50.000 sind das. Das ist schon angenehm, für alle derzeitigen und alle zukünftigen Mitglieder das Recht erwerben, bei Ja, hier die Stadt, das Dorf, schwer gerüstet zu betreten. Aha, wahrscheinlich dann auch mit Schwertscheide und na, vielleicht nicht unbedingt mit gezückter Waffe, aber doch eine Waffe am Gurt sozusagen. Ja, jetzt würde ich sagen, laufe ich einfach mal hier durch. Hier haben wir einen kleinen Marktstand. Wie gesagt, das Ganze, ich habe am Anfang, als es angefangen hat, war das alles sehr, sehr, sehr rudimentär. Ja, ganz simpel sah das mehr oder weniger aus. Die Straßen zum Beispiel nach oben, da wo wir gerade lang gelaufen sind, das war einfach nur, ja, einfach nur eine braune Straße, teilweise erhöht. Und links und rechts war es halt grün. Und das haben sie dann. Das, ja, Worldbuilding, also mit der Zeit eine richtig wunderschöne Stadt hier aufgebaut. Man sieht es ja hier. Also wirklich absolut der Wahnsinn. Ich glaube, es gibt auch keinen hübscheren Chart. Auch die neuen sind alle mehr oder weniger so ein bisschen, ja, da ist die Optik eher so zweitrangig. Da geht es halt um die vernünftigen Systeme, obwohl die ja teilweise auch hübsch sind. Aber gerade wenn ich hier unter dem Dach stehe, kann ich auch in die Gebäude reinschauen. Man kann Teppiche machen, man kann Tische. Ja, ich habe ja schon erwähnt, es gibt Klassen, also Krieger. Ich bin jetzt hier zum Beispiel Jäger, habe ein bisschen was mit Fernkampf zu tun. Rechts sieht man die Fertigkeiten auch, Handwerk, das sind die ganzen Handwerksberufe, ja, Bergbau, Bogenbau, Fallenkunde, Feinschmieden, Fischen und so weiter. Holzfäller natürlich. Holzfällen tue ich auch einen Hauch. Habe ich die nicht einen eigenen? Ja, man kann eine eigene Gruppe oder Gruppierung erstellen. Habe ich jetzt nicht. Also kochen kann ich ein bisschen mit dem Charakter. Holzfällen bin ich schon bei fast 56, das ist ganz angenehm. Also das ist hier im Grunde genommen so ein Selbstversorger im Wald. Das heißt, ich hab da überall meine Bäume stehen, die haue ich weg und hole mir dann das Material, das ich brauche, nämlich Schafte zum Beispiel für meine Bolzen und für meine Pfeile, die ich auf der Jagd brauche. Natürlich kann ich auch in irgendwelche Dungeons gehen und dort Viecher umklatschen, aber primär sollte das hier eigentlich einer sein, der draußen rumläuft und wild jagt oder so. Hatte auch, wie ich gesehen habe, Punkte in Alchemie gesteckt. Das, genau, 35 Alchemie. Und wenn ich auf, wenn ich mal Bonus eingebe, dann sehe ich, dass ich noch durch Rollenspiel 5 Bonuspunkte erhalte. Das Ganze ist eigentlich Learning by Doing. Das heißt, wenn ich Dinge ausführe, dann werde ich darin besser. Weil es klassenbasiert ist, werden diese Klassen schneller besser, wobei alle anderen langsamer laufen. Alchemie natürlich ist kein Jägerskill in dem Sinn. Das ist halt ein Handwerk, ne, wo ich Kräuter und Salben und sowas herstelle. Quatsch, Kräuter herstelle. Wo ich Salben herstelle oder Tränke zum Beispiel, ja, vermehrt. Zaubertränke habe ich auch einige hier. Nachtsicht und drei Trank habe ich bestimmt selber gemacht. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich den zu mir nehmen sollte. Krankheiten gibt es auch im Spiel. Und Vergiftungen und Co. Nicht, dass ich dann meinem eigenen Trank erliege und der ist nicht beschriftet. Vielleicht verschenke ich ihn. Gut, ja, was haben wir noch? Spuren lesen, fechten, also sowas wie Speere, aber auch ein Krüst zum Beispiel oder ein Dolch. Ja, Fernkampf, ganz klar. Kampferfahrung ist so generell, wie gut ich im Kampf bin. Bin ich bei fast 60, ist ganz ordentlich. Anatomie ist Heilen und ich glaube auch ein bisschen der Minimalschaden der Waffen. Und Heilkunst ist eben, dass ich mich mit Fetzen, mit Bandagen heilen kann. Das heißt, ich kann draußen, kann ich ein Schaf oder ein Mufflon scheren und kann mir das dann hier in der Stadt zum Beispiel an Gerätschaften, genau hier in dem Lagerhaus, kann ich mir dann das Ganze verarbeiten. Hier haben wir einen Webstuhl, genau, und ein Spinnrad. Sehr schön. Könnte ich auch eigentlich mal spaßhalber machen. Ich hoffe mal, die haben es nicht abgeschlossen. Weil früher konnte man da noch rein. Wie gesagt, ich war schon ewig nicht mehr wirklich
Oh, wunderbar. Tür zu, sonst zieht's. Vor allem jetzt hier, wenn es kalt, ne? So, was machen wir jetzt? Wir machen einfach mal. Wir setzen uns hin. Sehr schön. Ziehen die Handschuhe aus. Und wo haben wir es denn? Hier haben wir ein Bärenfell. Hier habe ich einen Grizzly erlegt. Ja, hier haben wir Mouflonwolle. Die müssen natürlich aufs Spinnrad. Aha. Du verarbeitest die Wolle zu Garn. Du legst Garn in deinen Rucksack. Alles klärchen. Da haben wir Macros, wo ich auf die F-Tasten mir das Ganze gelegt habe, dass ich das Ganze eben nochmal machen kann. Das dauert immer einen kleinen Moment. Und das machen wir jetzt einfach mal spaßhalber. Das heißt, ich klicke das einfach doppelt an und verarbeite das Ganze dann. Also ich spinne jetzt gerade. Wenn jetzt hier Gegner, Gott, Gegner, wenn jetzt hier andere Spieler wären, hier drin zum Beispiel, dann würde ich das natürlich schön aus-emoten, wie ich das Ganze mache, wie ich so die Fäden da wegziehe oder mit einer Spindel arbeite und die Fäden erstmal rausziehe oder wie ich sie hier auf der Spindel sozusagen aufrolle und so weiter und so fort, die relativ grobe Wolle. Und auch irgendwie kann ich ja schreiben, dass das für den Betrachter recht grobschlächtig aussieht, was ich ja tue, weil ich halt nicht besonders gut bin in dem Ganzen. Mein Handwerk, wo sind wir denn? Schneidern ist bei mir 30, also der Standardwert. Nicht gut. Ja, und dann kann ich jetzt hingehen. Und kann die, wo ist sie? Da der Garn. Wo ist er? Wo ist er? Da hier, ne? Fünf Sehnen. Ne, Sehnen sind es nicht. Muss ich gerade mal überlegen, wo ist mein Garn? Ich muss überlegen, ich muss gucken. Da ist er. Oder? Richtig. Sechs Garn. Und jetzt gehen wir einfach mal an den Webstuhl. Ach, es braucht noch viel mehr. Okay. Ja. Oh, sehr schön. Ich habe meine erste Rolle fertig. Ja, jetzt wollen wir doch mal schauen. So. War das alles? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich auf jeden Fall, wie man sieht, hier unten am Bildschirm, ich habe zwei Dings erstellt. Zwei Rollen von dunklem Garn. So, und jetzt gehe ich mit der Schere an die ganze Sache ran und zerschnibbel mir die zu Stoffen. Ich kann nur hoffen. Sehr gut. Es wäre nämlich ziemlich hohl, aber so ist manchmal Ultima Online. Dann hätte man nämlich das Gewicht auf einmal erhöht, aber auf diesem Chart nicht, da macht das noch Sinn. Hier haben wir einen Koch in einen Herd, das heißt, ich muss mir nicht unbedingt. Wenn ich was bearbeiten möchte, Fleisch braten möchte, muss ich es mir nicht unbedingt erstmal ein Kleinvieh oder wie heißt es? Kindlings. Na, wie heißt es denn? Gebratenes Fleisch? Ne, so ist es nicht. Allraunwurzel auch nicht. Gut, also ich muss mir nicht unbedingt Zweige von den Bäumen schneiden, womit ich dann Lagerfeuer anzünden kann, womit ich dann kochen kann, denn Futter muss man hier auch, wenn man nicht isst, wenn man nicht trinkt. Dann gehen die Statistiken runter. Ja, hier habe ich alle auf 100%. Also ich spiele auch schon ein Weilchen. Die gehen aber relativ schnell hoch, finde ich. Allerdings gehen Trefferpunkte und Stärke zum Beispiel nicht Hand in Hand wie auf vielen anderen Charts, sondern ich kann zum Beispiel durchs Handwerk kann ich sehr viel Stärke erlangen, Holzfällen beispielsweise. Das heißt aber nicht, dass ich davon auf Trefferpunkte bekomme. Dafür muss ich dann wieder in den Kampf und mich heilen und so weiter und so fort. Dann steigen auch die Trefferpunkte. Ja, Intelligenz auch auf 100. Das sind also die Standardwerte. Ich denke mal, dass ein Magier zum Beispiel mehr Mana bekommt, also Intelligenz, wohingegen er dann weniger Stärke hat oder ungeschickter ist. Und die 5, das waren diese Bonuspunkte, die ich angesprochen habe. Das heißt, wenn ich viel Rollenspiel mache, wenn ich also viel mit den Leuten emote und schreibe in der Nähe von Spielern, dann bekomme ich Bonuspunkte. Wenn ich beispielsweise jetzt ein paar Bäume umholzen würde, dann wird irgendwann meine Fertigkeit im Holzfällen um 0,1 steigen. Diese 5 Bonuspunkte, die man verteilen kann an zum Beispiel auch klassenfremde Sachen wie die angesprochene Alchemie, dann könnte ich sagen, okay, ich werde einfach mal. Oh, ich bin folgt. Ja, hoffentlich gibt es jetzt kein großartiges, krasses Rollenspiel. Aber ich will mich ja nochmal umschauen. Hier unten haben wir einen schönen Steg. Ja, dann kann ich auf jeden Fall das Ganze um 5 Punkte steigern. Das heißt, ich kann 5 Punkte, sprich 50 Aufstiege, kann ich dann verteilen. Also wird hier,
extrem Wert darauf gelegt, dass diejenigen, die Rollenspiel machen, auch entsprechend belohnt werden. Denn es ist oftmals so, dass auf den Charts eben diejenigen im Vorteil sind, logischerweise, die besonders gut in der Engine sind, also die ja besonders gute, hohe Werte haben und so weiter. Wobei man dieses Spiel, wenn man eben tatsächlich nur auf Rollenspiel aus ist, nur mit Leuten, ja, sich trifft, ja, wie heißt es, einer Gruppe beitritt, einer Gilde, meine ich, oder so, oder einer Vereinigung. Ja, es gibt ja, wie gesagt, die Lichten gegen die Schatten. Ah, genau, hier gab es auch ein Boot, mit dem man reisen konnte. Das ist auch ein Schnellreisesystem, wie die Kutsche, die wir am Anfang gesehen haben. Ja, auf jeden Fall kann man ja, dadurch dann sozusagen die Engine aushebeln. Genau, das ist das Schiff. Und wenn ich dann eben ständig mit Leuten rede ja, mich mit denen treffe in der Taverne oder vielleicht sogar kämpfe, kann man auch rein wie soll man sagen, im Rollenspiel bestreiten. Das heißt, ich muss nicht unbedingt die Engine bemühen, sondern ich kann wirklich sagen, hey, wisst ihr was? Ich möchte einfach nur mal, ja, wie soll ich sagen, nur das Ganze ausspielen und nur Rollenspiel machen. Das geht auf jeden Fall hier auch. Denn je länger man das macht, desto höher wird der Rollenspiel-Level. Und dann kann ich eben Punkte daran verteilen und kann eben dadurch, dass ich ständig, weiß ich nicht, abends in der Taverne rumstehe und sage oder Leuten davon berichte, wie anstrengend die Jagd wieder war und oh, wie kalt und was mir nicht alles widerfahren ist und dann der Grizzlybär und bla, ne? Und so weiter. Oder ja, ist ja nichts los, ja, bla, alles weg, überall die verdammten Wilderer und sowas, ne? Da kann ich dann dieses wiederum ebenfalls ausspielen und kann mich dann aber in der Engine durch die Fertigkeitspunkte, kann ich mich zum Beispiel im Fernkampf dann ja, einfach so steigern, obwohl ich nicht einen Pfeil oder nicht einen Bolzen abgefeuert habe. So, hier mal ein schickes Lagerfeuer. Aber man sieht schon, es wird schon, ja, sagen wir, langsam Nachmittag. Es wird, meine ich, schon ein bisschen dunkler. Vielleicht bilde ich mir das auch nur einfach ein. Aber naja, das auf jeden Fall war die Stadt Bayar. Jetzt überlege ich gerade, wo wir noch hin sollten. Ich wünschte, ich hätte ein Pferdchen, da könnte ich schön gemütlich durch die Gegend traben und müsste nicht hier wie ein Irrer durch die Gegend rennen. Allerdings hat es auch keine Nachteile. Es gibt nicht Ausdauer wie in anderen Spielen, wo ich in kurzer Strecke sprinten kann oder so. Kampf ist natürlich auch mit von der Partie. Ich kann mich dann immer ausrüsten. Hier zum Beispiel könnte ich mir meinen Speer auf die Paper Doll legen. Jetzt hat mein Charakter den Speer in der Hand. Genauso wie mit Pfeil und Bogen. Damit kann ich ähnlich verfahren. Was auch interessant ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Messer zücke. Jetzt habe ich mein Messer in der Hand und jetzt gehe ich zu diesen Pilzen. Ja, und hier lässt sich nichts mehr abschlagen, erholen. Das heißt, ich kann da tatsächlich meine Umgebung auch, ja, ich sag mal, pflücken. Ich kann Sachen ernten. Ich habe den Baum angesprochen, wo ich meine Zweige bekomme, mit denen ich was machen kann. Ich kann sie abernten. Die Bäume, die fallen dann natürlich nicht um. Aber ich kann sie dann eben verwenden, das Holz zum Beispiel. Oder ich kann die Pilze zu was weiß ich was verarbeiten. Ich bin halt noch nicht so gut in der Alchemie. Und Gifte und sowas logischerweise mit Efeu oder Fliegenpilzen. Ich habe auch schon einen hier. Aber damit kann man natürlich nicht arbeiten. Das heißt, die sind relativ schwierig herzustellen. Aber so einfache Sachen wie einen leichten Stärketrank, dass man ein paar mehr Trefferpunkte hat oder einen Heiltrank, die sind, meine ich, schon relativ schnell. Ja, relativ einfach herzustellen oder recht früh vom Fertigkeitswert her. Hier Gebiet des Heiligen Alatarischen Reiches. Also hier haben wir dann einen Grenzposten zu den Dunklen. Allerdings meine ich, ist es nicht so, dass sie irgendwie hier Kill on Sight, wie es auf meinem alten Chart war, wo man gesehen wurde, sofort umgenietet wird. Hier wird es eben auch ausgespielt und ich bin eben kein heller Charakter, sondern ich bin ein ja, neutraler. Wobei natürlich auch hier zu sagen ist, die einen haben halt die einen Götter als ihre, ja, ihren Glauben sozusagen und die anderen haben die anderen, ne, Schöpfungsgeschichte und so weiter und so fort. Und die Tatsache ist eben, dass es eben erschaffen wurde, die Welt, und zu glauben, so dieses, wie nennt man das? Na, eben nicht zu glauben, das Nihilistische, na, wie heißt das? Agnostik, okay, Zweifler und was auch immer. Die gibt es hier eigentlich nicht, denn man ist sich schon sicher, die Welt, die wurde tatsächlich erschaffen. Und durch ein Lied oder irgendwie sowas, wie gesagt, die Story, das ist alles nicht mehr so ganz meins. Ja, wie gesagt, wenn man sich hier anloggt, wenn man sich hier einloggt oder auf dem Chart, spielt, auf dem Chart,
Shard, ne, im Sinne von Scherbe, weil alles nur Teile des ganzen Ultima. Ein nettes Dorf. War ich hier schon mal? Nee, war ich nicht. Die haben das hier neu hochgezogen. Stimmt, das war eben alles Sumpf. Vielleicht haben sie den Sumpf hier trocken gelegt. Oh, das habe ich sogar noch mitbekommen einst. Richtig, hier war nämlich irgendwo, glaube ich, im. Oder ist es weiter im Westen? Hier war alles voller Sumpf. Das haben sie wohl trocken gelegt und jetzt für die Spieler ihr Haus hochgezogen. Ja, und wo eben auf aktuellen modernen Free Shards sozusagen die, weiß ich nicht, Hunderte von Spielern sind, haben wir hier wesentlich weniger. Hier sind 50 bis 100 Spieler, aber genau wie bei Wurm Online, man braucht gar nicht so dermaßen viele, denn ja, hier geht es ja nicht darum, irgendwie wie in anderen MMORPGs, wo irgendwie 50 oder so Mann irgendwo einen Spot abfarmen, warten, bis die Viecher nachspawnen. Aha, ein Eisensteinbruch oder wie auch immer, Eisenbergwerk. Ja, sondern hier hat es halt wirklich zum einen weniger Spieler, die aber in Gruppen zusammenspielen, was sehr angenehm ist, aber die natürlich auch andere, die ja Fremde sozusagen, die sie nicht kennen, die binden sie natürlich auch mal schön mit ein, oder man selber kann ja das Gespräch ebenfalls eröffnen. Oder man hat die Möglichkeit, was noch? Ah ja, die Karte, die ist eben so gestrickt, dass es sehr viele, ich sag mal, Engpässe gibt. Das heißt, das ist nicht wie die Standardkarte von Ultima Online, sondern sie ist wesentlich kleiner. Und da sie kleiner ist, habe ich die Möglichkeit, eine kleinere Anzahl von Spielern, oder ich kann ihnen das Gefühl geben, dass ich hier auf einem sehr stark bespielten, frequentierten Server unterwegs bin. Ja, da unten die Viecher. Dieser ausgezeichnete Tag, um für Vater weitere Streiter zu zeugen, sagt der Gildenherold, natürlich. Und in Berggard läuft einer rum und erzählt irgendwas von wegen, man sollte sich der Armee anschließen und sowas, wie toll es doch ist. Ja, ich weiß ja nicht. Aber wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Gerade dieser Charakter hier, dieser Jäger vielleicht, ne, ist ja auf Fernkampf getrimmt. Naja, vielleicht, um sich was so ein Zubrot zu verdienen, kann es ja auch sein, dass er mal zumindest für eine Zeit lang irgendwie, ja, ich sag mal, sein Schwert oder seinen Bogen viel eher in irgendeinen Dienst stellt, wenn es ja nicht für immer ist. Oh, da hinten sehen wir schon Feind. Das sind doch bestimmt wieder solche Assis. Genau, Räuberpack. Da würde ich sagen, wenn wir eh schon dabei sind, da muss noch mehr Räuberpack. Ich glaube, wir sind falsch abgebogen. Aber da können wir direkt mal den Bogen zücken und dann zeige ich mal meine überragenden Fertigkeiten im Kampf. Wollen wir es? Nehmen wir die Armbrust? Doch, wir nehmen die Armbrust, oder? Du benutzt jetzt Bolzen. Wie viel haben wir denn davon? Oh, die habe ich mir selbst geschnitzt gestern. Oh, schön. So. Da oben sieht man es. Ich habe sie an. Ich könnte ja mal meine Handschuhchen wieder anziehen. Die habe ich auch ausgezogen einst. Jetzt muss ich aber gerade mal gucken, wo sind meine Handschuhe? Ah, hier. Einfach doppelt geklickt. Auch interessant, wenn man sich heilt, man sieht, was man in der Hand hat, wird abgelegt. Das ist auch nicht selbstverständlich. Oh, der mit der Lichtquelle, der Karle. Ah, da will er was. Mit Fackeln fehlt nur noch die Mistgabel und erster Treffer. Und zweiter Treffer, dritter Treffer und der macht's nicht mehr lang. Und er quiekt. Manchmal schreien sie noch irgendwas, aber der nicht. So, dann sehen wir hier den, die Darstellung der Leiche. Ein bisschen Gold hat er dabei gehabt, sehr schön. Ich habe meine Bolzen wieder. Finde ich auch angenehm. Früher wurden die dann, man hat daneben geschossen, dann lagen sie überall rum und musste permanent wieder einsammeln, was unglaublich nervig war. Ja, und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, seine Klamotten an mich zu nehmen. Die kann ich dann mit der Schere zerschneiden. Und dann habe ich halt einen ganzen Batzen voll wie heißen sie? Bandagen, genau. Auch interessant, wenn man sie benutzt, sind die Dinger dann blutig und die kann ich dann im Wasser, kann ich die wieder waschen und da habe ich wieder meine 58 Bandagen. Ich würde sagen, wir knüppeln uns jetzt einfach mal durch die Leute durch, denn ich würde gerne nach Osten. Oder gab es hier noch, die haben teilweise auch irgendwelche Schatztruhen versteckt, habe ich schon gesehen. Jetzt im Winter ist es natürlich mit der Karte besonders nett, weil man durch das Gerippe der Bäume einfach durchsehen kann. Einfach. Treffer. Man kann auch die Lebensenergie kann man auch rausziehen und man sieht schon, die macht es nicht mehr lang, die Dora. Zack. Und weg ist sie.
Und auch hier wieder, ich sammle alles fleißig ein. Natürlich bin ich kein Lumpensammler, das könnte man natürlich auch machen, aber ja, ich stapfe einfach weiter durch den Wald. Hier kenne ich mich ein bisschen aus. Und da oben sind noch mehr von den Assis. Sollen wir die auch noch umholzen? Oder lassen wir die mal leben? Nee, ich würde sagen. Ja, ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen. Oh, da ist auch schon ein. Unser erstes Dungeon. Baumstumpf, okay. Und was man hier sieht, aha, neben Orks gibt es hier auch Riesenspinnen. Und die sind schon ein anderer Schnack. Da, die können auch einen vergiften und die sind wahnsinnig schnell. Aber ich würde sagen, das gucken wir uns auch noch spaßhalber an. Aber zuerst wieder das Räubergesindel. Die Mordbuben werden wir jetzt zuerst mal ausschalten. Da unten sind auch die Mufflons, die werde ich auch gleich angehen. Ah, das ist angenehm. Ja, kommen Sie ran. Ich kann mich auch dabei bewegen. Auch sehr, sehr schick. Weil normalerweise Bogenschießen ist, oder überhaupt Fernkampf, ist keine Selbstverständlichkeit, dass es so gut funktioniert wie hier. Denn ich habe schon auf Chance gespielt, beziehungsweise mein anderer Chart, da wo ich eins angefangen hatte, dieser Fun-Chart. Moment. Ja, F2. Dort habe ich auf jeden Fall die so leichte Probleme gehabt mit der, wie soll man sagen, mit der Fernkampfgeschichte. Ich habe jetzt da auch nochmal reingeschaut und es ist ein bisschen nervig, denn die Reichweite wurde so drastisch verringert, das ist fast schon eine Nahkampffertigkeit. Und das muss jetzt, ja, das ist ziemlich hirnverbrannt. Ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe, aber gut, ich will nicht weiter stören. Es interessiert mich auch nicht mehr. Was haben wir hier? Hier haben wir eine. Habe ich Schaden genommen? Ja. Ah, Dornenstrauch. Alles klar. Was ist denn das hier? Sollen wir da reingehen? Ja, man muss teilweise auch ein bisschen aufpassen, weil es auch kleinere Hinterhalte gibt. Also alles zu untersuchen ist auf jeden Fall eine super Idee. Denn man weiß nie, was man hier findet. Vielleicht findet man irgendwelche Schminktische, alles ein bisschen zerfallen. Vielleicht findet man irgendwo noch was Feines, kaputte Möbel. Ja, hier, genau das hier zum Beispiel. Alte Truhe. Ah, aber leer. Schade, schade. Vielleicht ist die hin und wieder auch gefüllt. Ja, vielleicht sind die auch normalerweise Gegner. Was auch interessant ist, Untote. Die nachts oder tagsüber rumlaufen, die sind mit einem Schlag vernichtet und hinterlassen nichts. Sie verpuffen quasi einfach nur. Aber wenn es dann Abend wird, dann geht's richtig rund und dann hat man auch die, ja, dann hat man mit denen auch zu kämpfen und die sind gar nicht mal ohne. Vor allem als Fernkämpfer, es gibt ja auch Skelettschützen und die schießen eben auch entsprechend einem die Hucke voll. Ah, sehr schön. Damit sind wir, glaube ich, wieder nördlich von dort, wo wir angefangen haben. Dann würde ich sagen, schließen wir den Kreis hier einfach. Ja, also das soll es auf jeden Fall erstmal für den. Ist er das? Ja, das müsste die Postkutsche sein. Wie komme ich denn da an die ran? Wohnt da wer? Henne, Hahnenkamm, Barbier und Zahnreißer. Na, angenehm. Ja, gut, dann sind wir jetzt also wieder hier angekommen. Das sollte jetzt zuerst mal der erste Einstieg sein. Ich werde in den nächsten Teilen werde ich, das war jetzt Bayard und so ein bisschen der Südwesten. Ich werde noch andere Bereiche zeigen, werde also einfach ein bisschen rumlaufen und werde ein bisschen was davon zeigen. Natürlich nicht alles, denn es gibt sehr vieles, was man ja auf diesem Chart hier selber erkunden kann und sollte. Und natürlich, das Rollenspiel kann man so sehr schlecht vorführen. Ich könnte ja dann jemanden anquatschen und mit der Person dann irgendwie, ich sag mal, ja, da sitzt nämlich eine Frau. Mit einer Frau könnte ich dann, na, ja, der könnte ich dann sozusagen auch reden und könnte mit der ein bisschen Rollenspiel betreiben. Allerdings müsste ich das dann eben alles vorlesen und dann muss ich selber nebenher tippen. Und ich glaube, das ist ein bisschen, naja, oh, was habe ich hier? Vielleicht soll ich noch die Reise, die Rundreise noch kurz beenden für den Bereich hier unten. Was haben wir da?
Gerechtigkeit. Ach ja, das sind die, wie ist das noch? Die Tugenden, ja, auch bei aller, bei aller, ja, Quatsch. Bei Ultima ging es ja auch immer beim Avatar um die Tugenden, das tugendhafte Verhalten. Mögen Schattenschwinge dich zur Ruhe tragen. Hier ruht Primus Tereus Ferini. Aha. Also auch bedeutende Spieler, die, weiß ich nicht, vielleicht in einem RP-Kampf oder bei einer großen Schlacht gestorben sind. Oh, der Wind. Es schneit. Die werden dann natürlich auch entsprechend gewürdigt und ja, begraben, haben ihre eigene ja, Stätte, vielleicht sogar ein ganzes Mausoleum, wenn es was Entsprechendes gibt. Aha, da sehen wir schon einen Mann. Wahrscheinlich guckt er sich gerade den, was hier gesehen hat, die Mühle und die Felder, die man gesehen hat. Das ist also ein Bauernhof. Offensichtlich sucht er was. Vielleicht sucht er ein Pferd, so wie ich. Ne? Da haben wir ein Fischerboot. Also, wie gesagt, wie ich finde, einer der schönsten, atmosphärischsten, hübschesten und auch mit sehr, sehr, sehr gutem Rollenspiel und mit guten Rollenspielern ausgestatteten ja, Shards oder Servers. Macht hier wirklich Spaß zu spielen. Kann ich wirklich jedem nur wärmstens empfehlen. Ich hoffe mal, ich habe überhaupt die Erlaubnis, dass ich den Shard hier so, ja, wie soll man sagen, bewerbe. Ah ja, also von dannen gerannt. Gut, dann, wie gesagt, da würde ich sagen, ich belasse es jetzt erstmal für diesen Part oder bei diesem Part. Eventuell werde ich dann heute später, wenn es ein bisschen düsterer geworden ist, werde ich mich nochmal einloggen, vielleicht dann mir dann meine treue Laterne oder Fackel schnappen und dann werden wir es mal aufmachen nach Berggard. Das ist die die Minenstadt oder so, der Lichten. Und da werde ich mich dann nochmal zu Wort melden. Oder werde ein bisschen was davon zeigen. Allzu viel, wie gesagt, möchte ich aber nicht offenbaren. Vielleicht sehen wir dann nochmal Ardoran. Das wäre dann die lichte Stadt, ja, wo man sieht, wie ein Dorf im Vergleich oder wie ein Dungeon aussieht, vielleicht von innen. Wie gesagt, das wird man alles noch sehen. Für den Teil erstmal Bajar und oder Bajard und Umland. Ja. Soll ich mich in die Taverne setzen und zum Ausloggen? Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Taverne und holen uns dort was. Ist vielleicht geschlossen, aber vielleicht verkauft uns trotzdem jemand noch irgendwas. Da die Schankmaid steht in ihrem Kittel, in ihrem feinen Kleidchen. Warum auch hier wieder alles? Genau, Schneiderei ist ja auch ein Handwerk, das wirklich bis zum geht nicht mehr ausgereizt werden kann. Hier, genau, da kann man Spielchen spielen, da kann man die Zielscheibe anwerfen. Im Rollenspiel könnte man natürlich jetzt auch hier, wenn andere wären, könnte man dann irgendwie irgendwas ausspielen, dass man dieses und jenes bei ihr kauft. Wir kaufen es erstmal Schnaps, ein Bier, ein Wein, ein Apfelweinkrug. Ja, soll erstmal bei dem Bier soll es belassen wir es erstmal und gönnen uns einfach mal das Bierchen. Trinkt Bier. Aha, man sieht, Stärke geht hoch, Geschicklichkeit und Intelligenz gehen natürlich runter. Ja, einfach so zum Feierabend würde ich sagen, Feierabendbierchen. Ja, wie gesagt, ich danke fürs Zuschauen und das nächste Mal gibt es dann wahrscheinlich ein bisschen mehr von Alatair und bis dann.